Hallo ihr Lieben und willkommen in der 5. Trainingswoche. Ich habe alles schon aufgebaut und zwar einmal eine Rennstrecke für Abrufen mit Steh und Platz, dann die Box und den Pin. Und das werde ich jetzt einfach so ein bisschen im Wechsel machen. Es hat jetzt immer sehr, sehr gut geklappt und ich hoffe, das wird heute auch. Ja, ich werde es alles wieder ein bisschen anreißen, wenn es gut klappt, weil es ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Ihr seht, es ist sehr viel Wiederholung, aber nur das macht am Endeffekt auch, sag ich mal, das aus, dass die Übung dann noch klappt. Die Übungen Pin, Target und Box klappen jetzt mit der Zeit schon relativ gut, deswegen trainiere ich die tatsächlich auch noch wesentlich weniger, aber auch mehr, als ich euch jetzt zeige. Ich reiße es halt, wie gesagt, nur kurz an, dass ihr seht, wie der Trainingsstand ist. Und den Rest für mich dann nicht, weil es halt einfach dann zu viel wird. Aber wie ihr hört, ich freue mich jetzt immer schon mega, wenn sie die Box findet. Auch schon, wenn ich sehe, dass sie richtig läuft. So, hier habe ich sie jetzt nochmal abgerufen. Das mache ich aber nicht ganz so oft, dass sie nicht den Drang hat, so weit nach vorne zu kommen und sich auch zu weit vorne hinzulegen. Und hier hatte ich jetzt ein Leckerli in der Hand, einfach, dass sie nicht zu weit vorrennt, sondern nah an mir dran bleibt. Na, das war ein bisschen schräg. Aber trotzdem gut. Reingemacht! So, jetzt abrufen mit Steh. Ich habe wieder heimlich Leckerlis hingelegt. Gucken, wie es heute klappt. Heute hat sie es absolut nicht mitbekommen. Mal sehen. Wie in den anderen Videos schon gesagt, hat sie halt immer das Problem, dass wenn sie nicht merkt, dass ein Leckerli hinter ihr liegt, dass sie überhaupt keine Lust hat, quasi stehen zu bleiben, weil sie dann quasi mich als Leckerli-Quelle sieht und dann lieber mehr zu mir kommen will. Wenn sie dann aber einmal begriffen hat, okay, hinter mir ist eine Bestätigung, dann bleibt sie stehen. Deswegen ist das meiner Meinung nach nur eine Übungssache. Das heißt, wir müssen das öfter trainieren, bis sie einfach im Kopf verankert hat. Bei der Übung Abruf mit Steh habe ich eine Belohnung hinter mir, egal ob ich das mitbekommen habe oder nicht, und kann sie danach holen. So, hier habe ich jetzt sie schnell zum Target geschickt und dann gleich eine Belohnung hingelegt, damit sie das halt nicht mitbekommt. Und man merkt auch immer gleich, dass sie dann die erste Runde meistens versemmelt. Und auch jetzt gerade merkt man, dass sie überhaupt nicht weiß, wo sie jetzt das Leckerli herholen soll. Sie ist jetzt komplett verwirrt. Wo ist dir? Volle Verwirrung. Aber das ist meiner Meinung nach nur eine Wiederholungsfrage und ich denke, mit der Zeit wird sie das auf jeden Fall mit der Übung verknüpfen. Ich werde auch anfangen, ein Kommando einzubauen, wenn ich von ihr weggehe, dass ich nicht mehr bleib sage, sondern abruf, einfach um es ja einfacher zu machen und sie gleich weiß, worum es geht. Wenn man die Übungen benennt, wissen die Hunde dann auch wirklich, was sie gleich machen müssen. Das ist wirklich sehr, sehr vorteilhaft. Und los, Tier! Jawohl. Zum Schluss habe ich mit ihr nochmal das Sitzen mit Ablenkung trainiert. Warum mit Ablenkung? Weil eigentlich ist es in Klasse 3 ja keine Ablenkung, sondern ich verstecke mich. Aber auch einfach mit Ablenkung ist nicht schlecht. Sie muss halt einfach begreifen, dass sie nach dem Kommando Sienta, das habe ich auch neu aufgebaut, immer sitzen bleiben muss. Und zwar so lange, bis ich bei ihr bin und sie wieder abhole. Auch wenn das in der Übung dann später anders abläuft. Aber sie hat das trotzdem begriffen. Es ist wichtig, dass sie sitzen bleibt, weil Anila ist so ein Kandidat, die rennt auch gerne mal in der Gruppenübung los. Das hatte ich schon und deswegen trainiere ich das halt wirklich sehr eisern, dass sie da sitzen bleibt. Der zweite Tag war wieder auf dem Hundeplatz und ich habe als erstes mit der Box begonnen, weil die da steht und da mache ich die meistens einmal mit, um zu gucken, ob sie sie findet. Und auch an dem Tag habe ich jetzt erstmal das Target einfach hingelegt ohne Kreis. Und sie hat es auch gefunden, nur weil ich auch sehr nah dran stand. Deswegen hat sie das gleich gesehen. Es ist schon besser, das mit Kreis zu machen, dass der Hund lernt, sich am Kreis zu orientieren und nicht am Target. Und ja, hier hat sie wieder geschnüffelt.
Das hat sie aktuell wieder sehr als Problem, da muss ich dran arbeiten. Aber beim zweiten Mal hat es dann wieder sehr gut geklappt. Und wenn es nicht klappt, dann breche ich die Übung gleich ab. Das ist ganz wichtig. Danach ging es weiter in die Übung 8 und sie muss am Anfang immer lernen, den Kegel zu umrunden und nicht die Hürden. Das ist am Anfang meistens ein Problem, weil sie das noch nicht so verinnerlicht hat, dieses Bild, dass sie durch die Hürden durchlaufen muss und dann halt einfach gerne das erste umrundet, was sie sieht. Aber es wird langsam und wenn sie den Kegel einmal gefunden hat, dann klappt das dann auch. Nur wie gesagt, in der Prüfung habe ich ja leider die Chance nicht. So, hier habe ich jetzt die Kommandos Sitz, Platz, Steh geübt. Die muss sie ja hinten am Kegel eigentlich zeigen, bevor sie zu mir kommt. Oder beziehungsweise kommt sie ja in der Übung gar nicht zu mir. Und das hat auf kürzeres Distanz schon sehr, sehr gut geklappt. Aber wir stehen ja dann 20 Meter auseinander und nicht bloß 10 oder 15, wie es hier waren. Deswegen, aber ich sage ja gerne, man sollte es dem Hund so einfach wie möglich machen. Deswegen habe ich am Anfang den Abstand etwas kleiner gewählt. Wichtig ist aber auch, dass man dazwischen den Hund auch immer wieder durchruft, also dass er kein Kommando ausführt, weil Anila ist auch Kandidat, dass sie dann vorarbeitet und nicht das Tempo aufbaut, sondern dann von alleine hinten am Kegel stehen bleibt. Und das sehen natürlich die Richter in der Prüfung und das soll natürlich schon so aussehen, als würde sie das Kommando annehmen und nicht vorarbeiten. Sie hat noch extreme Probleme mit dem Sitz nach dem Kegel umrunden, weil sie immer denkt, das ist das Zeichen für Steh. Das heißt, ich muss hier mir noch was anderes für das Handzeichen überlegen. Deswegen habe ich das an dem Tag auch noch nicht weiter trainiert, sondern dann das Platz gemacht, weil das fällt ihr deutlich leichter und das Steh. Und ich muss mir einfach was für das Sitzkommando überlegen vom Handzeichen her, dass es nicht so aussieht wie das Steh. So, dann ging es weiter mit dem Apportieren über die Hürde. Das ist auch noch große Baustelle. Und hier kann ich euch als Tipp geben, dass ihr euch am Anfang direkt hinter die Hürde stellt, wo der Hund drüber springen muss, weil es wirklich schwer ist, das mit dem schrägen Springen zu machen, weil es ja ein Umweg ist für den Hund. Und wie ihr seht, gehe ich dann einfach ein paar Schritte rüber, damit es für die Anila leichter ist, die Hürde zu nehmen und dass sie nicht immer den Fehler macht. Und das bringt halt auch wirklich sehr, sehr viel, da sie halt immer den kürzesten Weg zu mir nehmen möchte. Und wenn ich direkt hinter der Hürde stehe, dann ist es natürlich der kürzeste Weg, um direkt ja, über die Hürde zu springen und zu mir zu kommen. Hier, wenn ich einen Fehler mache, breche ich die Übung ab und sie muss das nochmal machen. Als letztes haben wir nochmal den Richtungsapport gemacht, aber die Übung lief an dem Tag wirklich überhaupt nicht gut. Also zumal hat sie sich nicht gerade an den Pin gestellt, da habe ich dann auch gemerkt, dass ich das nochmal trainieren und festigen muss, dass sie sich ordentlich und gerade hinter den Pin stellt. Und dann war das Problem, dass sie halt erstens immer zur Mitte gerannt ist und außerdem hat sie gemerkt, dass ich meiner Trainingskollegin die Leckerlis in die Hand gegeben hat und war total fixiert auf meine Trainingskollegin und ist auch immer in ihre Richtung gelaufen. Deswegen, es hat an dem Tag einfach überhaupt nicht funktioniert und ich habe mir dann auch überlegt, okay, dann versuche ich lieber eine andere Strategie und lasse es an dem Tag, weil das war dann einfach zu viel und deswegen habe ich die Übung auch nicht mehr weitergemacht an dem Tag. So, auf geht's in den dritten Trainingstag diese Woche. Schwerpunkt wieder abrufen mit Stehenplatz. Auf dem Platz mache ich ja immer die anderen Sachen und ich glaube, ich muss die nächsten Wochen sowieso ein bisschen öfter auf dem Platz fahren. Vielleicht mal früh, einfach damit ich sowas abtrainieren kann wie die Übung 8, weil das kann ich halt unterwegs nicht machen. Sowas habe ich nicht da und ich will auch keine Hürden mitschleppen auf den Spaziergang. Deswegen, ja, schauen wir mal, wie das die nächsten Wochen wird. Wir fangen wieder eine schnelle Box. Target hat sie wieder ohne Problem gefunden und wenn ihr links seht, da steht auch der Pin. Also hat sie das langsam mit den Kommandos verstanden. Und hier habe ich leider das Video abgebrochen, aber es hat auch leider dann doch nicht gut funktioniert. Und ich habe hier jetzt erstmal wieder das Target antippen trainiert, weil Anila dazu neigt, einfach in die Box zu rennen, das Target zu sehen, aber nicht drauf zu stehen. Und dann kann es natürlich passieren, dass sie außerhalb der Box steht, was natürlich dann in der Prüfung nicht geht. Und deswegen habe ich hier erstmal wieder mit
naher Distanz, also stand relativ nah dran, habe ich sie einfach nur in die Box geschickt und dann drauf geachtet, dass sie wirklich mit der Pfote das Target berührt. Und nach ein paar Wiederholungen hat sie das dann auch wieder drin und weiß das dann auch für die nächsten Male. Steh. Sehr gut. Bleiben. Nila. Steh. Beim Abruf mit Steh und Platz muss man eigentlich in der richtigen Übung im Turnier dann entweder Handzeichen oder Hörzeichen geben. Ich mache es aber am Anfang meistens so, dass ich ihr noch ein Hörzeichen und ein Sichtzeichen gebe, weil sie das dann einfach besser versteht, was sie machen soll. Und ich dann die anderen Übungen, wenn sie das dann gut annimmt, nur noch das Sichtzeichen mache. Das hört ihr dann natürlich nicht, aber es ist halt leichter für sie, wenn ich am Anfang beides mache. Deswegen auch beim Platz mache ich das dann am Anfang so, dass ich noch das Sichtzeichen dazu gebe und später dann aber nur noch das Hörzeichen, weil sie das beim Platz besser annimmt. Platz. Und Hösti. Ja. Target. Steh. Yes. Box. Steh. So, auf geht's, Trainingstag Nummer 4 diese Woche und ja, ich werde heute nochmal so den Kram machen wie sonst und denke, morgen gehe ich mal auf den Hundeplatz mal sehen, das weiß ich aber noch nicht so genau. Genau, und wir starten. Hier waren wir jetzt mal auf einer neuen Wiese und Anila hat da an der Box auch gleich wieder geschnüffelt. Also das ist wieder ein Problem, wo wir aktuell sehr dran üben müssen. Aber ich bin sehr froh, dass sie die Box jetzt trotzdem immer schön findet, weil das halt wirklich wichtig ist. Beim Abruf mit Steh und Platz wieder das gleiche Thema wie die Tage zuvor. Beim allerersten Mal nimmt sie das Kommando nicht sofort an, sondern rennt viel zu sehr in meine Richtung, einfach weil sie nicht weiß, dass das Leckerli hinter ihr liegt. Aber das wird mit der Zeit kommen. Wir trainieren das ja jetzt noch nicht so oft, deswegen, das ist einfach immer wieder Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Supi, wo ist der? Anila, steh! Get it! Anila! Anila, Platz! Naja. Husti, Husti! So, willkommen zum nächsten Trainingstag. Und wie ihr seht, ich bin auf dem Hundeplatz gefahren heute. Einfach, weil ich jetzt hier die Übungen machen kann, die ich sonst nicht machen kann. Und heute machen wir kurz die Box, dann machen wir Apportieren, dann machen wir die Übung 8. Und ich glaube, das war's. Ich glaube, das ist so, also gerade Abortieren und Übung 8, das kann ich halt leider nur hier üben. Genau. Target. Den Tag habe ich wieder mit einer Box eröffnet. Diesmal habe ich den Kreis gelegt aus einem Boxband und das hat schon sehr gut funktioniert, gleich beim ersten Mal. Da bin ich auch sehr, sehr froh. Generell hat die Box an dem Tag wirklich sehr gut funktioniert. Ich denke, so langsam kann ich sagen, dass sie das drin hat. Und das freut mich sehr, dass wenigstens schon mal eine Übung sicher ist. Super. Als nächste Übung der Richtungsapport, wirklich noch eine unserer schwierigsten Übungen, weil es einfach, ja, es ist echt schwer für Anila, nicht zum mittleren Apportel zu rennen, weil sie das tatsächlich als erstes sieht und sie halt ein, ja, wie sage ich, Augenhund ist und immer das anvisiert, was sie zuerst sieht. Und gleichzeitig habe ich an dem Tag aber erstmal noch den Pin mit gefestigt, weil die Kombination Apportel auslegen und Pin funktioniert einfach noch nicht. Sie ist dann noch verwirrt, dass sie nicht sofort zu den Apporteln rennen soll und ja, steht relativ unsicher am Pin und schräg und sie soll natürlich ganz gerade stehen. Komm hier. Als erstes habe ich ein bisschen ausgetestet, wo so ihre Grenze ist, dass sie versteht, worum es geht und was sie halt nicht versteht oder wo die Schwierigkeiten sind. Deswegen habe ich das am Anfang ein bisschen ausgetestet
und habe dann langsam angefangen, sie mal machen lassen und habe auch gemerkt, dass doppeltes Kommando Pin nichts bringt, weil sie dann einfach denkt, sie soll jetzt apportieren. Deswegen habe ich dann eher die Strategie genommen, dass ich sie hingeschickt habe und gewartet habe, bis sie sich selber korrigiert. Und sobald sie da angefangen hat, ein bisschen zu korrigieren, habe ich das sofort bestätigt, einfach damit sie merkt, okay, was soll ich jetzt hier machen? Aha, ich soll mich korrigieren. Und das ist dann auch wieder so eine Übungssache, man muss es immer wieder wiederholen, bis der Hund dann sich gleich ordentlich positioniert. Aber ihr seht, die Anila weiß eigentlich, worum es geht und sie muss halt erst einmal kurz ein bisschen überlegen, was sie machen soll und dann macht sie es aber auch. Und das ist halt wirklich, das liebe ich an ihr, dass sie dann einfach so ein bisschen probiert und testet, was sie machen soll. Nimm! Jawohl, gut! Und bring's, Anila. Anila. Den Punkt habe ich jetzt gemerkt, dass diese Futterschalen für uns eher hinderlich als förderlich sind und ich habe sie dann auch weggenommen, weil das einfach, ja, sie ist so extrem auf die Futterschalen fixiert und nicht auf die Apportel, deswegen habe ich es dann gelassen. So, hier habe ich jetzt wieder den Pin geübt, beziehungsweise habe ich dann eher gewartet, bis sie das wieder ordentlich macht und habe sie dann erst zum Apportieren geschickt. Und hier seht ihr auch, da standen die Schüsseln nämlich drüben und sie war bei dem Nimm so extrem auf die Schüsseln fixiert, dass sie dann einfach auch gleich zu den Schüsseln gerannt ist und nicht zum Apotte. Und deswegen habe ich die Schüsseln dann ganz weggestellt aus dem Sichtfeld und werde sie wahrscheinlich in Zukunft auch erstmal nicht mehr benutzen. Die Futterschüsseln sind deswegen nicht schlecht, aber sie sind meiner Meinung nach nur gut dafür, um den Hund beizubringen, um auf die Richtungsanweisung, also die rechte oder linke Hand zu achten. Und aber dann vielleicht nicht mehr unbedingt für das Apportieren. Und Anila hat halt, sie nimmt ja die Richtungen gut an, nach links und rechts. Sie läuft ja im Prinzip richtig. Das Problem ist dann eher, dass sie zuerst das andere Apportel sieht und dann gerade zu dem anderen Apportel läuft. Und da muss ich dann eher trainieren, dass der Abstand geringer ist. Oder ich muss einfach mir nochmal überlegen, wie ich ihr da helfen kann, dass sie die Übung öfter richtig macht und dann nicht so eine Frustration reinbekommt. Ja, hat es dann schon langsam sehr gut geklappt, aber ich habe auch einen sehr geringen Abstand zu Anila gehabt. Normalerweise muss ich ja 10 Meter von ihr wegstehen. Hier habe ich mich einfach ein Stück näher an sie herangestellt, damit das Sichtzeichen für sie ein bisschen ja, imposanter und eindeutiger wirkt. Und ich denke aber, es ist eine bessere Idee, dann später die Apportel näher zusammenzutun und den Pin ein bisschen näher ranzubekommen, dass sie da einfach mehr Erfolgserlebnisse hat. Und genau, aber hier hat es dann wie gesagt schon recht gut funktioniert, aber auch einfach, weil sie dann wusste, wo die Apportel links und rechts liegen und dann einfach nur noch zu den Stellen gerannt ist. Zum Schluss habe ich sie nochmal um den Kegel in der Übung 8 laufen lassen. Einfach, dass wir das nochmal fix gemacht haben, aber zu mehr sind wir an dem Tag nicht mehr gekommen. Das wäre sonst einfach zu viel geworden.